Wunderschönen zusammen. Jo, wir haben 8 Uhr gerade mal. 8 Uhr. Wir hätten vor einer Stunde die Schilder holen können. Haben wir aber natürlich nicht gemacht, weil so eine Mütze voll Schlaf ist auch nicht schlecht. Ja, jetzt machen wir uns aber gerade fertig und dann werden wir von unserem Gasgrill die Flasche mitnehmen, weil die habe ich ja neulich umgefüllt und somit leer gemacht. Das heißt, die nehmen wir mit, besorgen uns gleich die Nachfüllflasche. Dann können wir die für den Camper auch gleich richtig füllen. Ja, dann holen wir die Schilder, dann holen wir den Camper und dann gibt es so ein klein bisschen einräumen und sauber machen und dann ein klein bisschen arbeiten noch. Na, aber hey, wir kriegen Schilder. Ich bin gespannt, ob es unser Wunschkennzeichen geworden ist. Bin ich echt gespannt. Naja, wir werden das sehen. Ihr könnt uns begleiten bei diesem freudigen Moment, wenn wir nachher die Nummernschilder einklipsen. Ah, herrlich. Wir haben Kennzeichen und ich kann jetzt weiterfahren mit unserem Buschen. Jetzt geht's nach Hause. Jetzt kommt der Bus nach Hause. Genau. Jawohl, angemeldet, steht vor der Tür, sehr schön. Jetzt werden wir gleich anfangen, das Zeug einzuräumen. Ich werde noch die Gasflasche richtig befüllen, deshalb haben wir ja die andere extra geholt. Das heißt, die werde ich dann voll machen. Nicht, dass wir dann morgen irgendwie was drauf machen wollen und plötzlich ist sie leer. Das werde ich machen, dann muss ich die Flasche natürlich auch einbauen. Muss ich auch mal gucken, wie die da so reingeht. Und ja, unseren ganzen Stuff, den wir ja schon vorab gekauft haben, also die Unterlegteile, die Kissen, überhaupt Bettwäsche und sowas, das muss alles rein. Und ausgewaschen werden und jede Menge. Also wir haben jetzt gut zu tun, schauen wir mal. Vollkommen durchgeschwitzt. Wir haben jetzt innen drin alle Flächen mal sauber gewischt und sowas. Haben gesaugt, jetzt angefangen Sachen reinzutun. Ich habe noch die Gasflasche befüllt gehabt, habe die jetzt hinten einmontiert. Dann war das eine Blinkerlicht, da war eine falsche Birne drin, also da musste eine orangene Birne rein. Da war eine weiße drin, die habe ich jetzt gerade noch getauscht. Und wie gesagt, jetzt eingeräumt, also Auffahrkeile sind schon drin. Zum Teil unserer Besteckschublade, schon jede Menge. Ich muss jetzt natürlich nur darauf achten, es ist 12 Uhr, ich muss so knapp in einer Stunde muss ich zur Arbeit, dass ich vorher dann noch mal dusche und was esse, aber prinzipiell, es macht schon Spaß, wenn man weiß, es ist sein eigener, da irgendwie so ein bisschen was einzuräumen. Mega. Da es ja unser eigener Bulli ist und wir uns haben sagen lassen, dass Bullis alle einen Namen brauchen, haben wir uns überlegt, ja, wie könnte das Ding denn heißen? So, und weil wir, als wir mit Rudi unterwegs waren, halt Country Music gehört haben und weil wir zu Hause den Cash haben und der Uwe ist auch dabei, genau. Haben wir uns gedacht, es wäre doch super, wenn der Bulli Johnny hieße. Genau. Und jetzt haben wir ihn auch noch personalisiert mit einem schönen Aufkleber. Genau, jeder wird uns jetzt erkennen. Da ist er. Sieht doch voll schön aus. Andere Leute hätten ihren YouTube-Namen draufgeklebt. Nein, wir kleben Johnny Cash drauf. Geilo! Ja.
Ich würde jetzt gerne noch hier eine Sektflasche dran werfen, aber machen wir nicht. Bitte nicht. Bong, Scheibe kaputt. Sehr schön. Gutes Gefühl, dass er da unten vor der Tür steht. Ich werde mir jetzt was zu essen reinpfeifen und dann duschen gehen und dann zur Arbeit. Das heißt, für heute mache ich den Vlog hier dicht. Angie wird heute noch ein bisschen Kleinzeug am Bus machen. Das heißt, fährt jetzt nochmal zur Action, holt eine Spülschüssel und lauter so Klickerkram. Morgen früh werde ich dann nur noch das Wasser auffüllen und dann werden wir morgen im Laufe des Vormittags irgendwann losfahren. An den Edersee. Ach, es wird schön. Unsere erste Tour mit Johnny. Bis denne. Ciao!